Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Cry of Fear. Ehrlich gesagt, Leute, ist es ja auch die erste Folge. Ich bin heute mal nicht so aufgeregt, weil das ist ja kein so aufgeregtes Spiel. Und ja, es ist ein Horror-Game, sozusagen, ist ja auch eins. Und ich wollte eigentlich nicht so viel reden. Und da ich noch nie so ein Game gespielt habe, mache ich jetzt mal Medium. Und es geht gleich mal rein. Und ihr müsst wissen, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der sowas verkraften kann. Mit den ganzen Dingen hier. Mit der ganzen Chose hier. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Also wenn ich schreie und meinen Computer kaputt mache, ihr wisst ja Bescheid, was los ist. Ja, da ist das Video jetzt gar nicht hochgeladen. Ich weiß es ja gar nicht. Es könnte alles passieren. I've always fought alone. My whole life. For long. I can remember. I don't know if I like it. Or I am just used to it. Ah, der sagt es ja. Alter, was redet der für Depp da? Der redet irgendwie mit Depp, irgendwas mit. Es frisst mich von innen auf, so ein. Oh, Alter, nee, bitte nicht. Wo bin ich denn? So. Ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber die Beleuchtung dieses Spieles ist sehr schlecht. Ich glaube, das soll ein Zug sein. Von James Marshand oder so. Ja, es ist halt ein Game. Es sieht halt sehr. Es sieht sehr. Soll ich sagen, es sieht sehr traurig aus irgendwie. Aber nachts ist es eigentlich immer so, Leute. Nachts hat man halt nicht diese fröhliche Ausstrahlung. Nachts wirkt alles dunkel und verdorben. Okay, der Zug mitten in der Nacht fährt durch eiserne Wege. Sieht man schön hier. Sehr schön Depri und Angst einflößend. Ja, so dass man schön Angst bekommt bei dieser ganzen Chose. Alter, die wollen mich doch in den Wahnsinn treiben, Alter. Das war mein Fehler. Warum habe ich. Ich habe mich jetzt schon erschrocken. Ich habe gerade daneben geguckt. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht, Leute. Okay, jetzt schauen wir ganz, ganz traurig in die Luft. Aber ganz langsam, Leute, so dass gar nichts brechen kann. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, jetzt gucken wir in die Luft. Glaube ich. Hä? Ah ja, doch, jetzt sieht man uns, glaube ich. Sollen wir das sein da drin? Weil ich sehe da irgend so Menschen da drin. Ich weiß ja nicht. Ja, ich sehe jemanden. Alles schwarz. Schon wieder. Etwas komisch, dass Hände da drin sind. Aber mal sehen. Also der Ladebildschirm sieht jetzt schon mal richtig nice aus. Jetzt laufen wir herum. In den Ghettos von Nimmerland. Help me. Alter, wie der aussieht. Geile Grafik, Alter. What happens? Oh, wow. Kommt er mit dem Ferrari? Alter, was ist. Oh mein Gott! Ist er krank? Was ist mit dem los gewesen? Was? Alter, hat er mich verschleppt, dieser kleine Babsack? Will der mich verarschen? Hä? Alter, hab ich mich erschreckt. Das war aber nur ein Mann, das war aber nur ein Mann. Zum Glück hat das Game nicht so eine Hammer-Grafik, sonst schon wieder. Zum Glück. Ah, jetzt nochmal vor der Nahaufnahme. Eigentlich war es von einer anderen Richtung, aber egal. Help me, steht da oder so. I kill you. I kill you.
Take. Was? Das ist alles so dunkel. Man sieht nur ganz leicht irgendwas. Ja. Schön, Leute. Schön sieht das hier aus. Ich habe nur eine Kamera und. Oh nein, da gehe ich. Da müssen wir mal rein, ganz kurz. Was steht da? Oh nein. Oh Scheiße. Oh nein. Alter. Nein! Was ist das? Hä? Was zum Alter? Ist das eine Luke? Man sieht da gar nichts. Kommt man da irgendwie durch? Alles ist schwarz, Leute. Wie soll man denn hier durch? Ich sehe nur dieses Ding hier. Da war eine Leiche! Alter Scheißdreck, Alter, verdammte. Da, Auslieferung von McDonald's, Alter. Was soll McDonald's da nur machen, hä? Hä, alles ist schwarz. Ach nee, eine Tür. Kann es sein, dass ich daher gekommen bin? Ja, das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Soll ich in die Luke hier rein? Ich muss da rein. Hä? Man kann da nicht rein. Ja doch! Oh, nein. Was ist das da oben? Oh, noch ein Kreuz. Nein. Ah! Alter! Das ist doch nur ein Fenster. Wie kommt man da rein? Hä? Da kommt man gar nicht rein. Da ist eine. Alter! Rein, geh doch verdammt doch mal da rein. Oh. Was ist da los? Ah, immer noch das. Okay. Geht doch. Okay, Leute, das Ding will nicht rein. Ja, ich bin durch, ich bin durch. Oh nein. Okay. Okay. Alter. Schon wieder ein Spiegel. Was zum. Oh. Alter, was bewegt sich hinter dieser Tür? Eine andere Tür. Ist das ein Kreuz da hinten? Es ist richtig weit weg. Wie groß ist dieses scheiß verdammte Haus, Alter? Das gibt's doch. Oh mein Gott! Alter, verdammte Nudel, Alter, verdammte. Oh mein Gott! Oh, da. Ah, Scheiße. Oh, Scheiße. Bottle. Verdammten. Ich hab Gänsehaut auf den Beinen. Das ist so ein. Und der wundert sich ja auch gar nicht. Hä, was war denn das für ein Ding? Ist scheißegal. Ich geh mal wieder ein bisschen Nudeln fresseln oder so. Wie komme ich jetzt auf Nudeln, Alter? Ich bin. Letztens war es Schnitzel, jetzt bin ich Nudel. Okay.
Alter, Leute, oh, ich zitter schon an den Beinen. Okay, ich habe schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Das Game ist zwar so. Chapter Lost in the City. Ich sehe da gar nichts. Ja. Ah, ich kann das Messer so umdrehen. Und so kann ich dann. Okay, dann mache ich das so. Hä? Wie geht das? Humo Tab to Inventory. Ah! Notizen. Messer, Handy. Wozu brauche ich ein Messer hier? Ja, wozu brauche ich ein Messer hier? Nee, ich meine, warum hat man eigentlich so ein Messer dabei? Ja, Ghettos, habe ich vergessen. Weg. Gibt's einfach keinen Weg. Doch, Alge, hier. Da oben war gerade was. Da läuft was. Oh nein. Oh nein. Alter. Puh. Was ist das? Was ist das? Ein Schloss. Alter, warum hier in dieser Scheißanlage hier, Alter? Verdammt, Alter, verdammt. Puh. Pest B. Find Padlock. Da müssen wir was drücken. Warte mal, das war doch mit Tab. Die Notizen, aber da steht gar nichts. Okay. Und dieser Schrei, Alter, der will mich doch verarschen. Okay, Leute, das war's, glaube ich, für die erste Folge, Alter. Es war jetzt schon mal ein kleiner Start dafür. Aber man kann auch schön rennen hier, um wegzurennen. Okay. Leute, hier mache ich mal. Okay. So, ich glaube, das reicht für die erste Folge. Ich habe euch schon mal gezeigt, was ich anfangen werde als Game, glaube ich mal. Hoffe ich mal zumindest. So, okay, und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr doch gerne einen Daumen hoch geben. Dafür, dass ich jetzt so geschrien habe und heute mit zitternden Beinen weitermachen werde. Ja, das ist krank, dieses Fieber krank. Wie auch immer. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonnieren würdet, weil dann könnt ihr auch keine anderen Folgen von mir passen. Manchmal ist es halt so, ich mache Folgen und ich krieg's irgendwie nicht hochgeladen. Ich weiß nicht warum. Es ist schwer. Es ist schwer. Egal. Egal, Leute. Wir gehen jetzt in die Meute und das war's für die erste Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao. Tschüss.